Heute sprechen wir mal darüber, was ich dir für dein Leben nach dem Abitur empfehlen würde. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich wollte einfach mal dieses Video nutzen, um darüber zu sprechen, was würde ich dir eigentlich so empfehlen, nach der Schule zu machen. Weil ich meine, ich kenne das ja selbst, du bist irgendwie in der Oberstufe, 10., 11., vielleicht sogar schon 12. oder 13. Klasse, wenn du im neuen Jahrgang bist. Und der nächste so, weil der Oberstufe ist schon so viel und da muss ich das und da Klausur. Und irgendwie in all diesem Chaos soll ich mir jetzt auch noch überlegen, was ich mein ganzes restliches Leben mache. Ich weiß, dass es sehr überfordernd sein kann, und deswegen will ich einfach dieses Video dazu nutzen, dir da eben so eine kleine Hilfestellung zu geben, um vielleicht, dass du dir auch denkst, so, hey, krass, okay, zum Beispiel in meinem Fall, ich konnte dann ein Jahr, nachdem ich mein Abi hatte, von meiner Leidenschaft leben. Und das ist natürlich eine Sache, da bin ich super happy darüber, super dankbar, und ich wünschte einfach, dass das viel mehr Menschen passieren würde. Ich merke das bei meinen alten Leuten aus meiner alten Jahrgangsstufe. Da gehen viele noch nicht so einen konkreten Weg, und ich habe irgendwie das Gefühl, sie kommen nicht richtig voran. Und ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen, die passieren können, wenn Menschen, die jung sind, die viel Potenzial haben, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, aufgrund deswegen, weil sie irgendwie nicht wissen, was richtig für sie ist, weil sie es nicht schaffen, eine entsprechende Entscheidung zu treffen, dass sie deswegen nicht in die Gänge kommen. Und das ist eine Sache, die ich einfach für euch nicht möchte. Deswegen meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Übrigens, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr diese freien Videos, ob die euch taugen. Meistens ist ja immer so Tipp 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist gerade ja, weil ich jetzt daheim bin, ich fühle mich super wohl und will einfach ein bisschen mehr Freestyle mit euch sprechen. Sagt mir mal, was gefällt euch besser, ist euch das egal, habt ihr das lieber? Einfach mal in die Kommentare, dann können wir das berücksichtigen. Aber die Kommentare werden natürlich auch beantwortet. Was würde ich dir empfehlen für nach dem Abi? Meiner Meinung nach, ganz ehrlich, erstens, nimm dir 2-3 Wochen, wo du komplett gar nichts machst. Und damit meine ich wirklich komplett gar nichts. Also auch nicht so hardcore gar nichts, im Sinne von, du darfst keine Aktivitäten machen, aber nimm dir mal wirklich nichts vor. Guck einfach nur dazu, wozu tendierst du auf natürliche Art und Weise. Weil ganz, ganz oft versuchen wir immer im Kopf zu überlegen, welcher Studiengang passt zu mir, Ausbildung, Studium, gar nichts, will ich selbstständig werden, gehe ich erstmal ins Ausland, jobbe ich erstmal. Wir versuchen zu denken. Aber wie du vielleicht selbst manchmal schon merkst, bringt uns das gar nicht so weit. Zumindest ist es nicht immer die beste Alternative. Das heißt, wenn du einfach mal dich nur sein lässt, wenn du einfach mal nur bist, einfach mal gucken, hey, wozu tendiere ich denn? Vielleicht fängst du auf einmal an zu zeichnen, obwohl du nie wirklich anfangen wolltest zu zeichnen, weil du vielleicht bisher einfach immer dachtest, oh, das wäre nicht so wichtig. Weil wir haben in der Schule, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, wir haben die ganze Zeit Dinge, die wir tun müssen, das, Müll rausbringen, für die Klausur lernen, Hausaufgaben machen, Referat fertig machen, mit den Eltern sprechen, zum Sport gehen, zum Arzt gehen, und immer Sachen, die du machen musst. Und dann ist natürlich logisch, dass Dinge wie Leidenschaften vollkommen hinten runterfallen. Ja? Deswegen würde ich dir unbedingt mal empfehlen, mach einfach mal gar nichts. Lass einfach mal alles raus, lass einfach mal alles fließen. Guck einfach mal, was passiert, ja? Vielleicht schaust du, und wenn du 2 Wochen lang Netflix schaust, guess what? It was only 2 weeks of your life. Okay? Du bist immer noch jung, wie sonst was. Mach dir keinen Stress. Das ist der nächste Punkt. Mach dir keinen Stress. Es ist so oft, dass irgendwie man denkt, oh shit, was denken meine Eltern, was denkt mein Bruder, was denkt mein Papa, was denken meine Mitschüler, was denke ich über mich selbst? Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste. Was denke ich über mich selbst, wenn ich es nicht gebacken bekomme, mich innerhalb der ersten 1, 2, 3 Monate für einen vernünftigen Studiengang zu entscheiden? Wenn ich nicht meinen Traumabiturschnitt schaffe und dann das nicht machen kann, was mache ich dann? Entspann dich, Mann. Entspann dich, okay? Vertrau dir selbst, vertrau, dass du den richtigen Weg finden wirst, das ist das Allerwichtigste. Weil das ist... Das ist so wie, ich meine, du weißt es selbst, dass wenn du in der Mathe-Klausur hockst und so richtig angeschränkt bist, ja, weißt du selbst, dass du die Aufgabe nicht bestmöglich und vor allem nicht schnellstmöglich lösen kannst. Und es ist, auch wenn der Mathe-Stoff vielleicht manchmal in der Oberstufe schon herausfordernd ist, aber diese Entscheidung, was du mit deinem Leben machst, ist 1000-mal schwieriger als jeder verdammte Pythagoras, Tangentengleichung, was auch immer, ja. Deswegen... Unbedingt, nimm dir selbst den Druck raus. Das kannst nur du machen. Es können Leute, die sagen, ey, ist das nicht so wichtig, was du machst? Oder wir stehen trotzdem hinter dir, natürlich. Aber du musst dir selbst den Druck rausnehmen. Wenn du das dann hast und auch wirklich ein bisschen gechillt hast, nimm meinen allerbesten Freund ein Stück Papier und einen Stift. Und mit diesem Stift, dem Papier, ja, sieht man das in der Cam, jetzt sieht man es. Setz dich einfach hin und überlegst dir, was will ich mit meinem Leben machen?
was will ich mit meinem Leben machen? Das machst du nicht bei Musik, vielleicht ein bisschen inspirierende Musik von mir aus, aber das machst du mit niemand anderem, das machst du allein im Keller. Okay, das machst du allein im Keller. Du kannst ja auch irgendwo hinfahren, aber versuch wirklich mal das Konzept, oder einfach nur in deinem Zimmer, versuch wirklich mal das Konzept zu machen. Schreib dir bisschen, so soll mein Leben in 5 Jahren aussehen. Dann fängst du an zu zeichnen, fängst an zu schreiben, fängst auch zu skizzieren. Was auch immer du machst, versuch damit zu arbeiten, versuch deinen Kopf darauf zu programmieren, versuch diesen Lösungsprozess dieser Frage in deinem Kopf in Gang zu bringen. Das ist so wichtig, weil die meisten sagen immer, ja, ich guck halt mal. Wisst ihr, was ich liebe? Wenn Leute darüber sprechen, dass sie ja noch nichts gefunden haben. Hast du schon mal angefangen zu suchen? Ja, ich habe schon mal gegoogelt wegen Studiengängen. Ja. Und? Hast du es gebracht? Nee. Ich glaube, ich finde nichts. Du hast eine Google-Recherche gemacht und willst so herausfinden, was du in deinem Leben machen willst. Wie soll es funktionieren? Es kann auch nicht den einen Studiengang geben, den du unbedingt machen willst. Weil guess what? Du machst einen Studiengang nicht für den Studiengang, sondern du studierst es, um dann danach irgendwas damit was zu machen. Das heißt, der Studiengang ist auch teilweise nur wieder eine Zwischenausrede. Deswegen stell dir die Frage, was willst du konkret in deinem verdammten Leben machen? Okay? Deswegen, schreib es dir auf, zeichne dir und fang nur mit so richtig dummen, simplen Sachen an. Zeichne dir dann ein Haus auf. Ich hätte gerne ein Haus. Ich hätte gerne einen Partner. Ich hätte gerne ein Auto. Ich hätte gerne einen Job, der mir Spaß macht. Ja, was macht denn Spaß? Dann schreibst du dir 8 Sachen auf, die dir Spaß machen. Guckst du, kann ich damit irgendwo Geld verdienen? Nö, okay, sicher. Vielleicht kannst du dir mit Punkt 7 doch Geld verdienen. Okay, dann guckst du das an. Deswegen versuch da für dich selbst auch so ein bisschen die Methoden zu entwickeln, zu gucken, was für dich funktioniert. Ich gebe dir nur einen einzigen wichtigen Tipp. Das ist in meinen Augen das Allerkrasse, was du machen kannst. Mach es bitte auch jetzt schon nach dem Video. Es kann das Allerwertvollste in deinem Leben ever sein. Ever. Ich habe es selbst erst wieder gemacht. Ich mache das immer wieder. Weil es verändert so krass alles. Und zwar, nimmst einfach nur ein leeres Blatt Papier, Stift, schreibst auf, was ich in meinem Leben brauche oder was ich in meinem Leben möchte. Lieber so. Am besten noch, schreib, lass es uns so machen, mein Traumzustand. Schreib dir meinen Traumzustand auf. Doppelpunkt. Und dann schreibst du dir alles auf, was du brauchst, was du in deinem Leben möchtest, was dein Traumzustand wäre. Und dann sagst du zum Beispiel, okay, ich möchte Gesundheit. Ja, es geht nur darum, in welchem Zustand du und dein Leben bist. Es geht nicht darum, irgendwas zu erreichen. Es geht einfach nur, in welchem Zustand möchtest du sein. Weil wir können zwar ein Ziel erreichen, aber danach geht es wieder weiter. Das heißt, was viel interessanter ist, in welchem Zustand möchtest du kommen. Also, du sagst zum Beispiel, okay, ich will Gesundheit haben. Ich möchte gute Laune haben. Ich möchte Liebe empfinden. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte, was auch immer. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte Geld haben. Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte anderen Menschen helfen. Ich möchte die Umwelt retten, was auch immer. Ja, du schreibst einfach Dinge auf, die du machen möchtest, in welchem Zustand du oder dein Leben sein möchtest. Und dann schreibst du die Sachen auf. Und dann bekommst du, das ist meine Erfahrung so aus der Arbeit mit anderen Leuten und auch von mir selbst, dann bist du vielleicht so 7, 8, 9, 10 Sachen. Du kannst natürlich auch alles, jedes kleine Detail aufschreiben, würde ich dir nicht empfehlen, weil sonst wirst du einfach nur verwirren. Kannst du natürlich auch machen. Aber du bist zum Beispiel bei 7, 8, 9, 10 Sachen mit so richtig großen, wichtigen Begriffen für dich. Und das reicht noch erstmal. Was du dann machst, ist, du schaust dir an, was kann ich von diesen Punkten wieder streichen. Wo du denkst, hä? Wie streichen? Das sind noch die Sachen, die ich unbedingt will für meinen Traumzustand. Ja, aber meistens ist eine Sache dir doch nicht so wichtig. Was du dir immer, die Frage, die du da immer stellen musst, ist, was könnte ich von diesen Sachen jetzt weglassen und es wäre trotzdem noch mein Traumzustand? Weil ganz oft denken wir zum Beispiel, oh, wir wollen Geld. Ja? Aber dann ist die Frage, wenn du Freiheit hast, aber kein Geld, wäre es trotzdem in Ordnung für dich? Wenn du hättest 0 Euro auf deinem Konto, aber die ganze Zeit würde wer anders was für dich zahlen. Und dann denkst du, okay, dann willst du fragen, okay, ist trotzdem okay für mich? Dann wäre es okay für mich oder nicht. Und so merkst du, okay, was brauchst du wirklich? Und dann gehst du einfach Schritt für Schritt durch. Dann schreibst du wieder 2, 3 Sachen weg. Was du auch machen kannst, zum Beispiel einen Oberbegriff zu finden. Wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ist halt teilweise auch schwer, ne? Keine Ahnung, wenn du sagst, ich will, glücklich sein und ich will Spaß haben, dass du das zu einer Sache zusammenpasst, die einfach sich gut fühlt. Das heißt, versuch auch Sachen zusammenzuführen, weil was du dann vielleicht hinbekommst, dass du schlussendlich auf 3 bis 5 Sachen kommst und sagst, die Punkte will ich in meinem Leben haben, in diesen Zustand möchte ich kommen. Und dann schreibst du auf, was muss konkret in deinem Leben passieren, damit du diesen Zustand erreichst. Zum Beispiel, was brauchst du für Freiheit, was brauchst du für Glück, was brauchst du für Liebe und so weiter. Und dann sagst du zum Beispiel, okay, ich brauche einen Job, mit dem ich viel Geld verdienen kann.
Oder du sagst, okay, für wenn ich Sinn haben möchte, ich brauche einen Job, der eine Leidenschaft ist, wo ich anderen Menschen helfen kann. Für Gesundheit, ich muss mich gut ernähren, ich muss Sport machen, ich muss mich ein bisschen mit dem menschlichen Körper auskennen, allen Sachen. Und die ganzen Sachen schreibst du auf, okay, du schreibst sie einfach nur auf, Und auf einmal wird sich, wie durch magische Hand fast schon, ein sehr konkretes Bild schon von deinem Leben geben. Dann würde ich das wirklich schlussendlich in so einem Abschlussbild festhalten, wo wirklich dein Leben im Prinzip so aufgezeichnet ist. Und dann bist du dem Ganzen schon wesentlich weiter. Das würde ich immer wieder öfter machen. Habe auch nicht die Erwartung, dass du dann dein endgültiges Leben hast und alles für dein Leben weißt. Darum geht es nicht. Aber dass du dir wesentlich klarer hier oben darüber wirst, was du wirklich willst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo.